Ich glaube, unten ist es gar nicht so viel. Theresa Vergo ist unter den deutschen Kostümbildnerinnen derzeit ein echter Star. Für die Nibelungenfestspiele hat sie in diesem Jahr die Kostüme entworfen und damit der ganzen Inszenierung ihren Stempel aufgedrückt. Jens Albinus probiert gerade seinen spacigen Einteiler aus. Ich spiele den Regen und er hat so Pläne, was dem Held dieses Geschichtes betrifft, den Sigurd. Ja. Ich möchte gern, dass der Sigurd ein richtiger Held wird, ne? Der nach dem Gold sucht. Siegfried der Drachentöter heißt dieses Jahr Sigurd, der nordischen Sage nach. Vergo steckt ihn in einen Astronautenanzug. Alles ist gegen den Strich gebürstet. Und Jens Albinus als Zwergregin bekommt einen Rückenschutz verpasst. Den braucht er nämlich. Regin wird ja nicht überleben, leider, am Ende. Und Spoiler alert! Oh Gott, aber jeder kennt die Geschichte. Und für die Sterbeszene müssen wir natürlich Jens ein bisschen schützen, dass der Rücken nicht kaputt geht auf der Bühne. Der Rückenschutz macht einen Buckel. Jens Albinus gefällt das. Er will es sogar in sein Spiel als Zwerg einbauen. Jetzt sind wir schon in einem relativ späten Stadium, weil ja so die Entwurfsarbeit ist ja schon passiert und wir haben ja auch schon eine ganze Probenstrecke hinter uns. Und dann merkt man ja eben genau sowas. Das hat sich jetzt auf den Proben erst ergeben, dass wie Regin quasi zu Tode kommt, dass das sehr körperlich, sehr physisch wird und dass man darauf eingehen muss. Schutzanzüge für die Reise von Sigurd ins ferne Isenland. Das Team mit Theresa Vergo geht dieses Jahr futuristisch an die uralte Sage. Die Idee ist so ein bisschen, dass man es aus der Geschichte ins Jetzt holt mit einem Zukunftsausblick. Und dann hat es viel damit zu tun, dass eine Frage, die uns im Figurenkontext sehr interessiert hat, die Frage nach Identitätsbestimmung ist. Bin ich Herr über meine eigene Geschichte, über meine eigene Identität? Wie weit kann ich das selber beeinflussen? Und da ist man natürlich auch schnell in einer Computerspielewelt, in dieser Art von Fragen. Auch das Bühnenbild sieht dieses Jahr aus wie ein Computerspiel. Eine dystopische Landschaft in Lila zu Füßen des mächtigen Wormser Doms. Der Dom ist ja schon sehr dominant, natürlich, und sehr beeindruckend und auch so bildlich erschlagend, kann man fast sagen. Und da war irgendwie klar, dass man sich dagegen irgendwie absetzen muss und gleichzeitig das aber auch mitnehmen muss. So, dass man schon groß werden kann, groß werden muss und trotzdem ja auch irgendwie fein bleiben muss, dass es nicht zu spektakelmäßig wird. Buch, Regie, Kostüm, Hauptfigur. Dieses Jahr dominiert der weibliche Blick. Hier haben wir ein Kostümteil für Brünhild und man sieht es schon, Brünhild ist ja so der Star in unserer Stückfassung. Es wird die Sage aus ihrer Perspektive erzählt und wir haben dementsprechend hier einen goldenen Anzug für Lena Urzędowska, der sie so ein bisschen zu einem Popstar macht, also wenn man jetzt so an Beyoncé denkt oder Lady Gaga. Das ist die Aubergine, so wird es hier in der Werkstatt genannt. Und das wird eine Art futuristisches Priestergewand aus einem Science-Fiction-Film. Und darin werden wir auf der Bühne das erste Mal Odin und Frigga begegnen, die ja so die Elternfiguren sind, aber auch die Götterfiguren. Und die werden, dass man noch so ein bisschen Geheimnis für die behält, werden die in diesen sogenannten Auberginen auftreten. Hier sind ganz viele Kostümteile. Wir haben ja auch sehr viel gedreht. Das ist ja, wird ja ein essentieller Teil der Aufführung sein, die vorproduzierten Videos, die teilweise in komplett anderen Welten und Settings spielen, also um auch so diese Computerspielvielfalt mit ein bisschen mit reinzubringen. Gedreht wurde im Odenwald mit dem Hollywood-Schauspieler Ralf Möller. Er ist Fafnir, der mächtige Drache und Bruder von Regin. Der Drache wurde im Wald getötet. Und das ist vorm Dom nur im Video zu sehen. Im Gegensatz zu Hagen, der gerade eine rote Perücke angepasst bekommt, gespielt von Ruby Comey. Egal ob weiblich oder männlich besetzt, das Kostüm soll Macht ausdrücken. Ich habe die Figurinen hier an die Kostümabteilung weitergeleitet und eine Woche später kam von Daniela schon ein PDF mit ganz vielen Vorschlägen und Umsetzungsideen, die sich super ergänzt haben. Also das ist auch eine sehr
enge Zusammenarbeit. Ja. Und macht aber auch wirklich super viel Spaß. Mir macht es auch super viel Spaß. Ja, weil man halt auch wirklich die kreative Freiheit hat und sich einbringen kann und so. Und da ja, ist das wirklich cool. Macht Spaß. Kreativ ist es auf alle Fälle. Und auf jeden Fall bunter als sonst. Am 7. Juli feiern die Nibelungen mit Brünnhild Premiere im Schatten des Doms.